So, hallo und herzlich willkommen zurück zu What the Golf! Ja, das ganze Spiel kommt morgen wieder. Da kommt das Finale morgen. Ist ja ein bisschen länger. Allerdings, heute golfen wir noch ein bisschen. Und wir haben beim letzten Mal bemerkt, dass die Level Bonusaufgaben haben und man diese dafür in bestimmt vielen Schlägen immer schaffen muss. Deswegen geben wir uns Mühe, die Level perfekt zu schaffen und danach die Kronenaufgabe zu bekommen, wo das Level nochmal ein bisschen anders ist. Trifft die Flagge. Ich muss wahrscheinlich einfach hochklettern oder so. Entschuldigung! Nein, ich muss rüberklettern. Einfach weiter. Einfach weiter. Ja. Ich will in die Richtung. Nein. Da. Ich will das packen. Da ist ein Ziel drauf. Okay. Auch in Ordnung. Okay, da kann man nur dranhängen. Spiderball klettert durchs Ziel. Was? Durchs Level. Durchs Ziel möchte ich nicht klettern. Daran? Also. Challenge gewonnen. Bis zum Ziel einfach. Cool. Ja, beim letzten Mal haben wir so die ersten Level gemacht und sehr viele verrückte Sachen gesehen. Und ich hoffe, es kommen auch weitere coole Herausforderungen auf uns zu. Hier waren alle Level 2D, ne, in dem Bereich. Ja, mit einem Schlag mit dem Gummiball dann ins Ziel treffen. Ist schon lustig, weil der einfach so dämlich durch die Map hüpft. Ich habe keine Ahnung, ob der jemals stehen bleibt. Eigentlich nicht, ne? Ach, ich habe aber nochmal geschlagen. Okay, okay, okay. Also muss ich einfach so weit wie möglich hüpfen und wenn nicht, dann kann ich einfach nochmal schießen und dann, ja. Okay, wir hüpfen einfach, wenn er auf der obersten Stelle ist, schräg hoch. Komm schon. So? Das ist, gehört alles noch zu meinem Plan. Da? Perfekt. Oh, oh. Das gehört alles noch zu meinem Plan. Der kann nicht stehen bleiben. Das gehört alles noch zu... Okay. Ich ball einfach nach unten. Pam. Easy, würde ich sagen. Alter, das war echt Glück. So, böse blaue Bälle. Dürfen wir das Ziel wahrscheinlich nicht erreichen. Aber da mache ich mir keine Sorgen, weil ich... Au, nicht zum Ziel komme. Machen wir es aber nochmal so. Komm, hüpf. Nein, der blaue Ball. Der blaue Ball hat es kaputt gemacht. So, jetzt aber. Ja, wird es in. Wo soll es sein? Wir haben es geschafft. Wunderbar. Ich freue mich eigentlich schon mehr auf die neuen Level. Ich kann doch sein, dass ich die Krone einfach im Nachhinein jetzt... Ja gut, jetzt haben wir noch zwei Level. Komm, die machen wir noch. Das kriegen wir alles hin. Wieder mit wenig Schlägen schaffen. Mit 6 Stück soll es sein. Okay. Man muss sich hier einfach nur ein bisschen umschleimen. Schleim. Schleim. Und ins Ziel. So, jetzt aber. Und ins Ziel. Perfekt. Gerade so. Unten noch berührt. Was die Bonus-Schleimaufgabe? Ja, wirkte mir für mich auch schon irgendwie so ein bisschen gewastet. Diese, so manche Ideen, weil die so schnell vorbei waren, weil solche speziellen Golfbälle und so sind ja schon cool. Ist doch ultra einfach. Jetzt einfach da runter. Ja, okay. Challenge geschafft. Ja gut, man durfte halt, da musste man sehr vorsichtig an der Wand runterklettern. Und wir kriegen das nächste unnötige Objekt. Nee, oh, da fehlt noch eine Flagge. Jetzt. Hallo, oh, Fragezeichen. Was war das mit den vielen Golfbällen, ne? Ach. Okay, 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 ich verstehe es. Wir haben die Infinity-Bouncer-Bälle. Ich würde aber sagen, wir spammen alles so lange voll, bis die noch da oben reinflutschen. Wir sind wie so ein Blutader-System, Blutkörperchen-System. Wir sind, bauen die Blutkörperchen. Ja, guck, einer ist hoch. Fertig. Wie cool. Was, die Bonusaufgabe? Böse blaue Bälle. Wie eklig ist das denn? Ich darf sie berühren, okay. Okay, aber ich kann dich gut bouncen. Jetzt musst du noch an dem blauen vorbei. Genau, so. Okay, ja, das ging. Habe es mir ekliger vorgestellt, aber der obere hat auch echt gut mitgespielt. So, jetzt haben wir alle Kronen. Und jetzt... Gottes Willen, Leute, die den Part gucken, wissen gar nicht, dass das Spiel 3D sein kann. Bis jetzt. Aber wir gucken mal, wir haben eine Top-Pflanze bekommen. Oh, krass. Danke. Bin ich jetzt auch wieder hier? Nein, ich darf sogar hier bleiben. Cool. Kann ich nochmal durch das Kabel zurückgehen? Nein. Okay, dann golfen wir uns zurück. Kein Problem. Und reden mit dem Roboter. Hallo. Huch. Hallo mal, zeig mir, was du drauf hast. Wie? Ah!
Mein Fehler. Nein, das war mein Fehler. Ah, cool, so ein kleines Golf-Videospiel. Ich bin Fragezeichen. Nein! Ah. Warte, da, so. Nein, 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 ja, da, doch. Eine Platte, die sich bewegt. Dann kann ich einfach gerade schießen. Und zack. Haben wir irgendwo einen Timer oder so? Was habe ich für dich gemacht? Ein Herz. Hey! Ist aber gemein, dass der schräg fliegt, das konnte ich nicht wissen. Okay, der fliegt wahrscheinlich wieder schräg. Nein, die Platte hält einfach an, wenn man schießt. Warte, lass uns einfach weiterspielen. Okay, wir haben es geschafft. Oh. Hey, wir haben den Roboter besiegt. Auf zur Farm. Laborexperiment 462. Nervigkeit. Okay. Okay, Maudado ist enttäuscht und wir haben verfehlt. Okay, ich glaube, die Challenge von hier ist nicht zu stark zu schießen. Okay, wie mache ich das? Schieß einfach Vollgas. Nein. Ja! Dumme Flagge. Okay. Gibt es auch einen Bonus? Ja, natürlich gibt es einen Bonus. Trifft die Flagge. Die hüpft. Ich habe es einfach trotzdem getroffen. Die hüpft mir nicht davon. Trifft die Flagge. Die Reihenfolge gleich? Nee. Ah, dann taucht sie da jetzt wieder auf. Taucht immer in der Distanz auf? Ja, okay, dann wird sie also da auftauchen. Haha! Du entkommst mir nicht! Danke für die Krone. Hatten wir nicht da vorne ganz am Anfang unten ein Level? Und warum haben wir nicht gegen die Kuh geschossen? Schon besser. Ja, guck mal, da unten war doch auch noch Level. Haben die auch Kronen und sowas? Ja! Guck mal, die haben wir gar nicht fertig gemacht. Hole die 100 Hotdogs vom Verkäufer. Gib mir Hotdogs! Das hat die Stelle getroffen. Okay. Das hit the spot. Besiege den Froschkönig. Los, meine Katze! Wo ist dein Boss? Hallo? Oh! Der will mich runterwerfen. Aber wenn er runterfällt, habe ich gewonnen, oder? Ja. Er ist runtergefallen. Man hat es nicht gesehen, aber... Sieg! Wie cool! Der Kampf gegen den Froschkönig. Okay, aber es hätte dem Spieler auch beibringen können, dass es mit dem Level öfter mal treten kann. Ja, der Große. Ja. Gut zu wissen. Die anderen haben sich überhaupt nicht bewegt. Triff die Flagge. Um Gottes Willen. Was haben wir denn da für ein Monster? Nein. Ja. Der Ultra-Golfschläger. Okay. So, und jetzt müssen wir noch den Wholesome Joke zweimal machen. Einmal mit einer schwarzen Katze. Tippe die Katze. Tippe drei Katzen an, um zu gewinnen. Guck mal, der Hund da. Den habe ich beim letzten Mal überhaupt nicht gesehen. Wie ultra süß ist der denn? Das ist aber so ein dickes Wurstihundel und der wackelt da rum. So, zweite Katze angetippt. Und da ist die dritte Katze. Miau. Katastisch. Okay. Katzenfantastisch. Schaffe das Hole in Two. Okay. Also einfach mein Loch weit werfen. Oh, ein Loch rollt. Hilfe. Aber Hole in Two. Two fair. Zwei fair. Okay. Wir haben es geschafft. Erfolgreich. So, jetzt gucken wir aber noch hier hoch. So, jetzt haben wir hier vier Bereiche. Okay, wir fangen einfach mit dem Mario-Blöcken an, mit dem Bereich. Hallo Mario-Blöcke. Kriegen wir hier Mario-Level? Warum ist hier Flappy Bird? Nein! Ich will kein Flappy Bird spielen. Okay, einfach schräg. Einfach schräg. Einfach hier mal klicken und das passt. Tada! Flappy Bird. Haben wir geschafft.
Hulk, warum ist hier der Ball? Kann ich den Block aktivieren? Nein. Okay. Bubbly. Huddelnd, okay. Und dann müssen wir jetzt nochmal dadurch stacheln durch, aber vorher den Burp natürlich mitnehmen. Okay. Oh Gottes Willen. Ach, wir kriegen einfach einen neuen Luftballon, wenn wir verkacken. Okay, man darf die Stacheln sogar relativ freundlich berühren. Okay, ist ja ganz nett dann sogar. Aber man könnte natürlich auch einfach vorsichtig spielen. Das wäre ja zu einfach. Achso, die Röhre hat sogar Kollision. So. Und hoch. Bobli! Was? Schön, dass der deutsche Untertitel aber was ganz anderes sagt. So. Scheiß Mario Musik nachmache. Okay, dann aktivieren wir meinen Vlog. Willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario Maker. Heute in einem sehr golfigen Level. Ab ins Ziel. What the golf? It's a me! Alter, sogar Gegner! Kann ich draufhüpfen? Oh. Ja, warte, Maudado. Ja, man kann draufhüpfen. Und nöpä. Die Steuerung hätte ich gerne bei Super Mario Maker. Ob es an irgendeinem so Block mein Power-Up gibt, außer Toast? Wahoo! Alter, so ganz klassische Mario mit dem Donkey Kong, der Fässer wirft. Aber hier ist wieder der böse Froschkönig unterwegs. Aua. Ja, okay, wenn ich schnell genug bin, dann komme ich da aber hoch. So, und rüber. Donkey Golf. Alter, wie cool. Warte, wollen wir noch mehr Mario-Level? Gucken wir erstmal, was da der Computer zu sagen hat. Können wir uns ja alles noch beim nächsten Mal angucken. Hallo. Golfhinweis Nummer 1. Golf ist wirklich langweilig. Vielleicht können wir das Problem beheben. Ah, wir sind also in einer Forschungsstation, die Golf lustiger machen wollte. Perfekt. Wir brauchen den Fußball und müssen Tor schießen wahrscheinlich. Was hat das noch mit Golf zu tun? Ja gut, ich golfe den Vogel eigentlich, aber der hat nicht mal eine Golfphysik. Tor. Der Soundtrack ist sehr interessant hier. Besonders, weil sie den Namen vom Spiel die ganze Zeit singen. Und es steht nur noch Bass unten. Hä? Score, Scorer, Scorest. Ich verstehe. Aber unten steht nur noch Basti. Die Untersetzung ist, glaube ich, kaputt. Ach man, Angry Bird. Habe ich auch mehrere Schuss wie bei Angry Bird? Ja. Wie er geschrien hat. Angry Birdie. Okay. Ich will nochmal Angry Bird. Wie viele Schuss habe ich dann? 2. Hä? Aber ist ja auch eine andere Map. Oh. Das ist, kommt schon mehr ins klassische Angry Bird. Wo bin ich denn hingesprungen? Mache ich den Turm einfach unten kaputt und hoffe, dass das Ziel nicht auf seinen Kopf fällt. Ja, schau mal, wie gut. Und zack. Perfekt. Okay. Und Angry Golf Angry Birds 3? Tippe 4 Katzen an. 1? Das kann man verkacken, oder? Wenn man nicht mehr an die Katzen rankommt. Ah, die müssen nur umfallen, die Katzen. Okay. Das macht's ja viel einfacher. Okay, ja, dann haben wir 3. Jetzt noch die eine, die da steht. Ups. Bisschen tiefer. So. Pam! None shall stand. Niemand soll stehen bleiben. Okay. Angry Birds durchgespielt. Und dann haben wir die Seite hier auch schon fertig und können den Knopf aktivieren. Zack. Einen von 4 Schaltern an. Würde ich sagen, machen wir die Bonusaufgaben von hier noch fertig. Komm. Sind wir so nice. Toast. Sammle alle Toasts. Also muss ich gegen alle Blöcke hüpfen. Okay. Halt. Ich kann mir vorstellen, dass das schon wieder einfacher ist beim Gamepad. Weil ich es einfach antippen kann, ja. Und zack. Zack, ein Up. Sehr schön. So, das Kronlevel, finde den geheimen Raum.
Hex ging sehr schnell weg, weil ich gezielt habe. Oh. Okay, wir brauchen ja keinen Toast. Geheimer Raum. Was ist, wenn irgendwo ein unsichtbarer Block einfach ist? Oder muss ich in die Röhre? Oh, ich kann in die Röhre. Blub, blub, blub. Toast! Toast! Hab einen Toast. Super Toast. Ja, das ist der geheime Raum, war in der Röhre. Okay, das war ja sehr easy. Dann haben wir hier noch mehr Flappy Bird. Okay, da fliegen wir einfach turbomäßig durch. Mit Controller ist das nämlich extrem easy. Ach, wir haben nur bestimmt viele Flüge. Okay, das macht es doch ein bisschen schwerer. Aber ich krieg das hin. Und der letzte. Ja! Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank, da hätte ich echt keinen Bock gehabt, das öfter zu machen. Triff die Flagge. Was ist das? Hier sind ja nur 1000 Stacheln. Und mein Luftballon darf diesmal hier nicht kaputt gehen, okay. Es ist trotzdem auch 1000 Mal einfacher mit Controller. Also, Profi-Empfehlung, spielt mit Maus manchmal und manchmal mit Gamepad, weil Gamepad dann doch die präzisere Steuerung zulässt. So, Challenge gewonnen. Danke für die Krone. Die habe ich mir verdient. Und noch dich zuletzt. Schieß ein Tor. Wolf! Okay, das war eine einfache Aufgabe. Schieß ein Tor. Okay, ich muss also mich selber erstmal darüber schieben und dann muss ich da so schräg gegen ballern. Ich treff noch. Jetzt. Da bringt der Ball mir nichts, glaube ich. Oh, ich kann ihn doch darüber kicken, theoretisch. So, okay, okay, warte. Und jetzt einfach Vollgas dagegen. Pam! Oh. Und jetzt, zack! Auch nicht! Oh, oder so! Haben wir's. So. Die überhaupt nicht nervige Wotte-Golf-Musik ist vorbei. Wir können die Kiste öffnen. Wir können unseren Schatz holen. Haben heute 2D. Ge-2D, gegolft, ge-alles eigentlich. Und ich würde sagen, wir sind auch für heute wieder fertig. Beim nächsten Mal machen wir einfach einen weiteren Bereich. Das Spiel hat einiges zu bieten, da. Wir haben noch 3 Bereiche. Und dann müssen wir wieder den Computer besiegen. Und ja, super cool. Ich hoffe, das war's beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Zimmermann. Tschüss.